Von links nach rechts, von vorn nach hinten, überall rum, bloß nicht da, wo wir hinwollen. So, als erstes. Blablab. 6 Spitzhacken. Dann machen wir mal 4. 1, 2, 3 und 4. Eine Axt. Und nochmal ein Schwert. Nur zur Sicherheit. Gut, ausgestattet sind wir. Der Schnee kommt da rein. Das Schill kommt nunder. Obwohl, das schmeißen wir auch noch. Nein, wir müssen eh nochmal runter. Das Bett bleibt aber hier. Das Bett, das ist nie verkehrt. Du besetzt also mein Bett. Gute Nacht. So, guten Morgen. 55 Moorrüben. Ich hoffe sehr, sie werden lang. Wir haben Kohle dabei. Wir haben Sticks dabei. Sogar selbe Anzahl. Welch Zufall. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das Schild kommt noch hier rein. Haben wir hier Schilder? Hier. Und dann kommt natürlich kommt hier noch mit. Wie schaut denn die Rüstung aus? Die schaut soweit ganz gut aus. Haben wir hier noch einen Helm zum Reparieren? Ja, aber der schaut ziemlich im Eimer aus. Dann machen wir uns dann noch schnell einen neuen Helm. Effizienz, Behutsamkeit. Hm. Nimmt er mit, der Onkel. Und vielleicht nimmt der Onkel auch noch einen Bogen mit. Wäre gar nicht so verkehrt. Wir brauchen noch mehr Holz. Wir brauchen noch mehr Eisen. Dann nehmen wir uns mal hier so einen halben Stack. Wir komplettieren die Moorrüben. Auf dem ganzen Stack. So, komm mal her da. Plopp. Ah, okay. Gerade geguckt wegen Maus. Flint brauchen wir noch. Ein Paars. Wie viel nehmen wir da? Einen halben Stack? Ein Viertelstack? Na, schauen wir mal. Vielleicht gibt es einen begonnenen Stack. So, Flints. 20 genügen. Nach meiner theoretischen Rechnung werden das ja 80 Pfeile, weil wir müssen uns natürlich ein paar Pfeile... Eigentlich müssen wir uns keine Pfeile machen. Wir haben, glaube ich, genug. Egal, jetzt, da ich ihn schon mal einstecken habe, den guten Flint, nochmal runter. Werden wir ihn auch nutzen. So, hier nochmal plopp. So, 1, 2, 3. Letzte Chance, vorbei. So, und jetzt nochmal 20 Verhedern. Fedros. Und dann waren die Pfeile, ich glaube... So, nein. So, jo. Genau. Jede Menge Pfeile. Dann lassen wir nochmal ein paar da. So viele Pfeile haben wir ja gar nicht. Gut, dann nehmen wir die mit, die Federn wieder rein. Ich dachte, wir haben voll viele Pfeile, weißt du, und dann sowas. Dann einen Helm. Haben wir gesagt, brauchen wir 9. So, einmal ausgetauscht. Das alte Krüppelding bleibt mal hier. Das können wir unten in die Kiste schmeißen und dann geht das los, Freunde. Ich... War das da hinten? Ich glaube, da hinten hatten wir nochmal eine Höhle. Weil da waren wir schon drin, hinten waren wir schon drin. Bei uns waren wir schon drin. Aber da hinten hatten wir uns, glaube ich, eine markiert, oder? Das sehen wir ja dann gleich, wenn wir da sind. So, jetzt nur noch finden. Da ist ein Löchelein und ein Spionhuhn und eine Zombiehand. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Eine Zombiehand. So. Da gibt es, glaube ich, nicht allzu viel zu holen. Schauen wir mal. Nein. Und nein. Okay, hier gibt es nicht viel zu holen. Das heißt, wir gehen gleich wieder. Da sind Fackeln. Sehr schön. Ich wusste doch, in der Richtung ist noch irgendwas. Hallo. So, Fackeln links. Das bringt's. Kohle, sehr schön. Level. Wir nehmen heute mal alles mit, was wir finden könnten. Können. Kohle, Eisen, Gold, Redstone, Smaragde, Diamanten, Lapis. Ja. Für den Anfang ganz gut. Gibt's eigentlich neue Erze? Nee, ne? Die nicht, nur Holz. Und halt farbiges Glas. Farbiges Glas, wie toll. Ich mag farbiges Glas. So. Nom 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 nom. So, ich habe mir auch was überlegt mit unserem Farblager. Und zwar hatte ich mir so gedacht,
Eigentlich wäre es doch relativ interessant, wenn wir nach Farben sortieren würden. Und dann dort alles reintun. Siehe farbigen Lehm, farbiges Glas, Färbemittel, farbige Wolle. Das wäre doch eine Idee wert. Super, ist dann hier schon... Nee, hier ist noch nicht zu Ende. Wow, hier mach mir mal ein bisschen was frei, mein Freund. Dann geh doch sterben. Mach's halt selber. Yay! Yeah. Schon wieder, Alter. Was ist denn mit diesem Creeper nur los? So. Das gibt's doch nicht, wie viele Creeper hier rumeiern. Jetzt mal ehrlich. Oh. Na super, dass wir so viele Schaufeln haben, verdammt. So. Das hat... Wir hatten noch... Schön, viel Eisen. Wir hatten noch nie so viele Creeper. Erst in der letzten Aufnahme hier, diese Creeper-Höhle, wo ich glaube da 6 Creeper oder was da drin waren. Jetzt hier schon mal, waren das jetzt 2 oder 3 auf dem Anfang? Das kann ja noch eine lustige Tour werden, Freunde. Die Spannung steigt. Die kommt nur raus, wenn wir sie benötigen. So, wieder Ordnung im Inventar. So. Auf jeden Fall so, ich denke mal, 3 oder 4 Stacks mit Eisen, das wäre doch schon mal ein Anfang. So. Guck mal runter hier, Freunde. Hallo? Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber ich habe dieses Land hier eingenommen. Geht's da weiter runter? Nee. Dann ist das ja hier voll unspannend. Klauen wir uns da oben dann die Kohle. Hier bauen wir dann einfach mal ein bisschen zu. Dass wir da auch ein bisschen erhöht stehen, weißt du? So. Dann geht das hier weiter. Hatten wir hier eigentlich noch eine Höhle in der Nähe? Ich weiß das gar nicht. Müssen wir mal gucken. Weil wenn wir was gefunden haben, dann haben wir ja meistens Fackeln hingestellt. Also quasi mal in der Nacht vorbeischauen. Ich war schon am Überlegen, ob ich mir Race Minimap hole, aber ich habe mir gedacht, nö. Ich spiele jetzt schon so lange komplett ohne Add-ons, bis auf Optifine halt. Da behalte ich das bei. Ich bleibe meinem Codex treu. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter, da geht's noch weiter. So, aber mal gucken, führt uns das hier auch mal ein bisschen nach unten oder ist hier einfach nur an der Oberfläche ein bisschen gekratze? Hallo Fledermausensen. Na super. Na, da machen wir jetzt dann eine kleine Probebohrung und dann, ja. War es das schon wieder mit der Höhle? Wow, das war ja... Wow, ist das ein K.O. Naja, eher so ein kleiner Reinfall. Aber wir haben zumindest knapp 5 Level gemacht, was schon wieder erfreulich ist. Und selbstverständlich Kohle mitgenommen, Eisen mitgenommen. Müssen wir mal gucken, wie viel das wir überhaupt jetzt erhalten haben. So. Sehr gut. Bin ich zugemüllt. Warte mal, hier mal schnell einen kleinen Mülleimer gebaut. Oh, Kohle. Ich muss nach unten. Sorry. Tut mir leid, aber ihr wisst ja bestimmt, wie das ist in Minecraft. Der Minecraft-Kodex schreibt hervor, findest du Ressourcen, nehme sie mit. Außer es handelt sich um sehr seltene Ressourcen, dann darfst du sie auch kurz zurücklassen, um dir eine verzauberte Spitzhacke zu holen. So. Naja, vielleicht treffen wir jetzt noch auf eine Höhle. Oh, schaut aber nicht so aus. Gut, dann schnell eine Mülleimer gebastelt. Und da Zombiehände, das ist Kohle, das Sprengpulver, das ist alles wichtig. Das ist nicht wichtig, Kies ist auch nicht wichtig, so. Alles klar, dann geht's nach oben, Mist. Egal, dafür haben wir Cobbles, dass wir uns hochbauen. So, Probebohrung. Und wie Sie feststellen können, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht's hier nicht weiter. Ab heimwärts, beziehungsweise rauswärts. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo was finden. Wie viel Eisen hat man jetzt? 17. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist in Ordnung.
Hier gibt's auch nichts mehr. Hier war auch nichts mehr. Mann, das war eine echt langweilige Höhle. Bis auf die Creeper. Ja, ja. So, dann kann man quasi hier schon mal... Huch. Eine Fackel lassen wir noch dran. So, zur Erinnerung. Da war mal was. Und dann schauen wir uns hier in der Gegend nochmal schnell ein bisschen um. Ob wir denn noch irgendwo ein paar Fackeln entdecken. Oh. Cool. Reingucken. Ui. Oh. Hä? Fackeln? Hier? Von wem? Das müssen ja wohl wir gewesen sein. Aber wann? Und wo? Ist eigentlich die Frage, die viel mehr interessiert. So, Sekunde. Hopp. Wo sind wir hier? Stufe 10. Sekunde, da müssen wir gleich mal ein bisschen eruieren. Ja. Wo wir hier eigentlich sind. Ein Enderman. Okay. Zwei Endermans. So, komm her. Wo ist er hin? Ich höre ihn doch. Wow! Perle? Natürlich nicht. Er hat keine Perle für mich. Jetzt muss ich da erstmal wieder hocheiern. Oh Mann. Weil das halt mit euch schon wieder losgeht hier. Hier ist hell. Du darfst hier gar nicht sein. Oh, pop. So, eiern wir nochmal hoch. Mich würde echt brennend interessieren, wo wir jetzt eigentlich gerade sind. So. Fledermaus erwischt. Was für ein Luckshot. Nom, 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 nom. Du brauchst das gar nicht versuchen, Commander Flauschfuß. So. Natürlich schön ausleuchten. Dann begeben wir uns auf die Jagd nach dem Endermann. Shit! Genau das wollte ich vermeiden, dass er sich wegportet. So, komm her. Dann bleib halt weg. Ich baue voll unaufmerksam jetzt einfach mal Kohle ab. La la la, hoffentlich überfällt mich niemand von hinten. Das wäre sehr, sehr schade, wenn ich sterben würde und mein ganzes wichtiges Zeugs verliere. Das wäre echt schade. So, dann gehen wir halt mal da runter. Da gibt es auch noch ein bisschen Kohle. Der hat wahrscheinlich schon wieder vergessen, dass ich ihn geschlagen habe. Oder er klaut natürlich irgendwo einen Block. Ein Diamantenblock wäre mal cool, wenn er klauen würde. Natürlich nicht bei mir, sondern irgendwo in den tiefsten Tiefen des Urgesteins. So, mal schnell Licht. Ich bin mal gespannt, wo wir ihn wieder treffen. Er ist auf jeden Fall kräftig am Maulen. Der ist voll angepisst, der Typ. Wie man uns schwer erkennen kann. Wie so ein Bayer am Fluchen. Oh, ich höre Wasser. Schauen wir mal kurz. Es wird lauter. Oh, Eisen. Ha, sehr schön. So, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz hier ums Eck. Es könnte natürlich auch über uns sein, es könnte unter uns sein. Mal schnell Licht. Oh! Da will ich hin. Nein, 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 nein! Da wird's dunkel! So. Sehr schön, wo sind wir jetzt? Unglaublich. Ah, hier geht's irgendwie rein. Schauen wir mal kurz nach oben, ob wir denn da schon mal irgendwas... Da war er.